Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Update-Video zu meinem Kart. Wie ihr schon im Titel lesen könnt, soll es heute um den Bau der Motorhalterung gehen. Damit man diese bauen kann, habe ich auch als erstes elektrisches Bauteil den Motor bestellt. Das ist ein 1000 Watt Elektroscooter Gleichstrommotor und einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das Grundproblem beim Bau der Motorhalterung war, dass man die hintere Achse nicht ausbauen kann und es so keine Möglichkeit gibt, das neue Ritzel an das originale einfach anzuschrauben. Deshalb musste ich mit dem arbeiten, was da ist, und aus diesem Grund ist die Idee, den Motor einfach dort anzukoppeln, wo die Pedale sitzen. Einer der ersten Schritte war dann dabei, das Ritzel zumindest mal vorläufig an die Welle zu bekommen. Diese Aufgabe habe ich bis jetzt mit einem speziellen 3D gedruckten Teil gelöst. Das wird später beim Fahren aber nicht halten und deswegen muss man es noch CNC fräsen lassen. Mehr dazu kommt aber noch in einem der nächsten Videos. Der nächste Schritt war dann, die Antriebskette des Go-Karts zu verkürzen, damit die Antriebseinheit im hinteren Teil des Karts Platz finden kann und die hintere Querstange des Go-Karts auch als Halterung verwendet werden kann. Dafür habe ich einfach in einem Online-Store eine passende Kette für ein kleineres Berg-Go-Kart gekauft. Das Metallteil, an dem die Pedale und das Ritzel sind, kann man stufenlos am Rahmen verschieben. Und somit hat man auch schon eine perfekte Möglichkeit, um die Kraftübertragung zu ermöglichen. Als nächstes habe ich hinten eine zusätzliche Querstange angebaut, um die Motorhalterung zu verstärken. Um die Stange anzubringen, musste am Go-Kart selbst nichts gebohrt werden. Ich habe die Aluminiumkonstruktion einfach an das hinterste Raster des Sitzes geschraubt. Vielleicht noch kurz ein Wort dazu, warum ich darauf geachtet habe, möglichst viel Aluminium beim Bau zu verwenden. Das hat verschiedene Gründe. Der eine ist natürlich das Gewicht und der andere ist, dass ich mit meiner Hobbywerkstatt Aluminium leichter bearbeiten kann, sprich bohren und schleifen ist bei diesem Material deutlich einfacher. Nachteile sind mir bis jetzt noch keine groß aufgefallen, aber im Vergleich zu Stahl ist Aluminium leider nicht so fest und verwindungssteif. So viel dazu und dann konnte eigentlich auch schon die eigentliche Motorhalterung gebaut werden. Auch dafür wurden natürlich wieder Aluminiumprofile verwendet. Diese habe ich passend zugeschnitten und mit 3D gedruckten Teilen als Verstärkung ausgestattet. Die Motorhalterungen werden mit der neuen hinteren Querstange mit Hilfe von innenliegenden 3D gedruckten Motorhalterungen verschraubt und an die des Go-Karts geklemmt. So wurden wieder Bohrungen in den Rahmen des Go-Karts vermieden. Vorne habe ich den Motor dann mit Hilfe der schon vorhandenen Gewinde angeschraubt. Problematisch könnte dabei allerdings noch werden, dass die Konstruktion auch ein paar Lüftungslöcher abgedeckt hat und der Motor dadurch überhitzen könnte. Aber das muss ich dann erst beim Fahren zeigen. Zudem ist die Konstruktion auch variabel gebaut, damit der Motor auch im Nachhinein noch in alle Richtungen arretiert werden kann, um eine gute Kettenspannung und um eine gerade Ausrichtung zu bekommen. Jetzt ist die Motorhalterung so gut wie fertig und der Fortschritt ist auch erkennbar. Wenn man den Motor an eine kleine 4,5 Volt Batterie anschließt, dann kann das Kart bereits fahren. Außerdem gefällt mir sehr gut, dass der Motor wirklich bombenfest hält und nichts irgendwie herumwackelt. Mit dem Bau einer funktionierenden Motorhalterung ist eigentlich schon der komplizierteste und auch wichtigste Schritt geschafft. Der nächste Bauschritt ist die Akkuhalterung und darum soll es dann aber nächste Woche gehen. Also seid gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Projekt habt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn ihr halt noch kein Abonnent dieses Kanals seid. In diesem Sinne macht es gut und bis zum nächsten Video.